OE24 TV präsentiert Burka-Verbot, die Diskussion. Außenminister Sebastian Kurz setzt sich beim Neustart der Regierung durch. Vollverschleierung wird gesetzlich verboten. Werden die Rechte der Frauen dadurch beschnitten? Wie wirkt sich das Burka-Verbot auf die Integration aus? Und was ist mit der Religionsfreiheit? Darüber diskutieren live im Studio Carla Amina Bagajati, Leila Mirso, Markus Franz, Hakan Gördü, Dagmar Belakovic, Jene Wein. Durch die Sendung führt Katrin Lampe. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei OE24 TV. Wir diskutieren heute über ein Thema, das, denke ich, durchaus polarisiert. Burka oder nicht, das ist hier die Frage. Und bei mir im Studio zu Gast sind, herzlich willkommen, der unabhängige Nationalratsabgeordnete Markus Franz, Islamexpertin Leila Mirso, die stellvertretende FPÖ-Clubobfrau Dagmar Belakovic Jenewein, schönen guten Abend. Frauensprecherin der islamistischen Glaubensgemeinschaft Carla Amina Bagajati, schönen guten Abend. Guten Abend, islamische Glaubensgemeinschaft. Islamische Glaubensgemeinschaft und Politaktivist Hakan Gördü. Guten Abend. Dass Sie da sind. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich glaube, es ist ein Thema, das aufregt, das bewegt und über das wir heute Abend 70 Minuten lang diskutieren, hoffentlich angeregt diskutieren werden. Vielleicht ganz kurz zu Beginn von jedem ein kurzes Statement, wie er oder sie denn zu diesem Thema steht. Wir beginnen bei Ihnen, Herr Franz. Danke. Ich bin ganz klar für das Burka-Verbot, weil ich glaube, dass wir jetzt wirklich an der Reihe sind, zu sagen, was die österreichische und europäische Kultur darstellen soll, was hier erlaubt sein soll, was nicht erlaubt sein soll. Und ich denke, es ist für das Zusammenleben in einer Gesellschaft extrem wichtig, dass man sich gegenseitig ins Gesicht schauen kann. Und nicht zuletzt, die Rolle der Frau ist im Westen eine andere. Und wer zu uns kommt und hier leben will oder auch nur Passagier bei uns bleiben will, der muss sich der hiesigen Leitkultur beugen. Ich bin auch eine Befürworterin des Verbots der Vollverschleierung, weil ich finde, die Burka oder der Niqab ist die Manifestation der Unterdrückung der Frau im Islam. Und da ist auf jeden Fall ein richtiges Zeichen in die richtige Richtung gesetzt worden. Frau Jenewein? Ich bin selbstverständlich für das Burka-Verbot, für das Niqab-Verbot. Ich glaube aber, es muss weitergehen, auch in Richtung Kopftuchverbot im öffentlichen Bereich. Denn das ist nicht ein reines religiöses Symbol. Hier handelt es sich um ein politisches Symbol. Und ich glaube, den politischen Islam brauchen wir in Österreich nicht. Mhm. Wie ist es bei Ihnen? Ja, man muss nicht Sympathie mit dem Gesichtsschleier haben, um trotzdem voll und ganz Nein zu sagen zu jeder Art Verbotsgesetzgebung, die den Charakter Symbolpolitik hat, die kontraproduktiv ist, weil sie Prozesse innermuslimischen Diskurses, wo man heute mehr Frauen hat, die den Gesichtsschleier abgelegt haben, als ihn aufgesetzt haben. Es geht um ein paar Dutzend. In der Mehrzahl sind es Touristinnen, die mit Gesichtsschleier hier in Österreich sind. Und von daher bitte pro Selbstbestimmungsrecht der Frau, gegen Bevormundung und von daher ein sehr klares Nein zu jeder Art von Symbolpolitik. Wie sehen Sie das? Ich denke, ich bin generell gegen jede Art von irrelevanten Gesetzen, die überhaupt jetzt keinen Bezug in Österreich haben sollten, da Burka-Trägerinnen wirklich eine Handvoll sind, vielleicht in ganz Österreich. Ich bin deswegen dagegen, nicht weil ich eine Sympathie gegenüber Burka-Trägerinnen habe. Ich bin deswegen dagegen, weil, wie Frau Jenewein schon angedeutet hat, weil es dann weitergehen soll und es ist ein Einführungsgesetz ist, um dann anschließend dann auch viel wichtigere und essentiellere Aspekte der Religionsfreiheit einzuschneiden. Und deswegen bin ich dagegen. Ich danke Ihnen allen für ein erstes kurzes Statement. Ich glaube, die Positionen sind somit klar. Zu Beginn möchte ich gerne, liebe Zuschauer, auch für Sie nochmal rekapitulieren. Gestern war Sebastian Kurz zu Gast, hat gemeinsam mit Niki Fellner und Isabel Daniel zu diesem Thema diskutiert. Und da wollen wir uns einen Zusammenschnitt ansehen. Bitte sehr. Ich habe ja schon im August ein Integrationsgesetz vorgelegt mit drei verschiedenen Bereichen. Zum einen Ausbau von Sprachkursen, von Wertekursen, zum zweiten auch die Idee, dass diejenigen, die keinen Job bei uns finden, gemeinnützige Arbeit leisten sollten und zum dritten eben der Versuch, Symbole der
Gegengesellschaft zu verbieten, also die Vollverschleierung oder auch Koranverteilaktionen durch Salafisten. Da hat es sehr lange Widerstand auch von der SPÖ gegeben. Wir haben monatelang verhandelt und ich bin froh, dass es jetzt die Zustimmung gegeben hat und dass wir jetzt dieses Integrationsgesetz auch nächste Woche schon in Begutachtung schicken können. Dieses Gesetz oder dieser Vorschlag, die Vollverschleierung zu verbieten, ist aus meiner Sicht eine Maßnahme, die klar sagt, bei uns gilt die Gleichstellung von Mann und Frau und solche Symbole haben in unserer Gesellschaft keinen Platz. Es wird ja sogar in einigen muslimischen Ländern schon über ein Verbot der Vollverschleierung diskutiert. Also ich glaube, wir sollten uns da auch nicht in einer übertriebenen falschen Toleranz üben. Wir sind ein weltoffenes Land, wir sind Gott sei Dank auch ein tolerantes Land, aber es gibt Grenzen, wo man sagen muss, das passt einfach nicht. Zum einen ist die Integration so ein breiter Bereich, dass man niemals sagen könnte, eine Maßnahme wird gesetzt und dann ist die Welt in Ordnung, sondern für eine gelungene Integrationsarbeit braucht es ein Bündel an Maßnahmen. Und vor vielen Jahren, als ich als Staatssekretär begonnen habe, im Integrationsbereich zu arbeiten, da war das wirklich noch kaum ein Thema. Heute wissen wir, dass die Zahl der vollverschleierten Frauen vor allem in Wien sehr stark zugenommen hat. Und wir wissen auch, dass durch den IS-Terror eine Ideologie auch bei uns teilweise Sympathien gefunden hat, die eine sehr gefährliche ist. Und daher sind wir nicht das erste europäische Land, sondern viele europäische oder einige europäische Länder haben diesen Schritt bis jetzt gesetzt und es werden auch noch einige folgen. Ich glaube, es geht einfach darum zu sagen, was hat in unserer Gesellschaft, die eine liberale, offene Gesellschaft ist, was hat da Platz und was hat eben keinen Platz mehr. Und die Gleichstellung von Mann und Frau ist aus meiner Sicht so ein hoher Wert, dass die Vollverschleierung definitiv keinen Platz mehr hat. Ja, so viel zu Sebastian Kurz im Exklusivtalk mit OE24TV. Herr Franz, ich habe schon gemerkt, während Sebastian Kurz gesprochen hat, Sie haben immer wieder zu mir rübergesehen. Ich nehme an, Sie haben bereits ein Statement. Natürlich habe ich ein Statement. Der Außenminister hat davon gesprochen, dass einige arabische Länder daran denken, das Burka-Verbot einzuführen. Es ist bereits eingeführt. Meines Wissens gibt es ein Burka-Verbot in Tunesien und in Marokko. Und das sind ja auch Zeichen dafür, dass sich diese Länder einer anderen Politik, einer anderen Innenpolitik und auch Zeichen nach außen annähern, weil sie drauf kommen, dass man möglicherweise mit diesen Dingen, die ja meines Wissens mit dem Islam nicht wirklich was zu tun haben, weil ich habe den Koran versucht zu lesen, aber ich habe nirgends gefunden eindeutige Gebote, dass Frauen sich voll verschleiern müssen oder Verbote, dass Frauen nicht sich westlich kleiden dürfen. Wir kennen ja genug muslimische Mitbürgerinnen, die sich westlich kleiden und dazu stehen und die werden auch nicht von ihren Männern oder vom Imam oder von Vertretern der Glaubensgemeinschaft angegriffen oder kritisiert, sondern die dürfen das. Und ich glaube, es ist ein ganz wesentlicher Schritt für die Integration und auch für die Assimilation. Es gibt genug Muslime, die sich auch assimilieren wollen hier in Österreich, denen muss man beiseite stehen, denen muss man helfen. Weil was ich mir wünsche als Politiker, als Österreicher, als Vater, als Mensch, ich wünsche mir einen europäischen Islam. Ich sehe aber noch zu wenig Ansätze dafür, dass das wirklich einmal Realität werden kann. Da würde ich mir von den muslimischen Vertretern mal Statements wünschen und auch Wegweiser wünschen, die uns zeigen, dass es einen europäischen Islam geben kann. Ich höre nur negative Botschaften. Bassam Dibi und andere Wissenschaftler, die seit vielen Jahren in Europa sind, sagen, es kann keinen europäischen Islam geben. Das macht mich ein bisschen traurig und stimmt mich bedenklich überhaupt im Umgang mit der islamischen Welt. Und da erwarte ich mir gerade von Muslimen, die in Österreich sind und die in Europa sind, ganz klare Distanzierungen, nicht zum Terror etc., sondern auch zu den problematischen Stellen des Korans, der aufruft ja, zu Gewalttaten und zum Dschihad etc. Da erwarte ich mir klare Aussagen, wie wollen Moslems mit diesen ihren Geboten umgehen, hier in Österreich bei uns. Wie wollen sie mit uns leben können, wenn sie einer solchen Ideologie, einen politischen Islam und in gewisser Weise einer islamistischen Grundeinstellung nachhängen. Das würde mich interessieren, ja. Frau Bagashate, vielleicht können Sie uns dann da was sagen. Dann übergebe ich gleich das Wort. Ja, ich denke, wir brauchen hier auch eine Begriffsklärung. Erstens mal halte ich nichts von dem Wort Burka-Verbot. Die Regierungsvorlage ist hier viel sachlicher und spricht von der Vollverschleierung oder eben ja, offene Gesellschaft. Burka-Verbot emotionalisiert sofort, denn mit Burka haben wir
Assoziationen mit Afghanistan, mit Frauen, die tatsächlich unter dieses Kleidungsstück gezwungen werden. Als islamische Glaubensgemeinschaft haben wir mehr als einmal sehr deutlich hier Stellung genommen und das schon vor Jahren. Wir sind gegen jede Art von Zwang, wenn es um die Bekleidung der Frau geht. Selbstbestimmungsrecht ist die Vokabel, die hier die entscheidende ist. Ich bin auch keine Kopftuchpropagandistin, sondern wenn ich für etwas werbe, dann ist es für dieses unbedingte Selbstbestimmungsrecht der Frau. Ich sehe mich heute Abend auch nicht hier, um in irgendeiner Weise eine Vollverschleierung sympathischer zu machen. Aber ich möchte dafür werben, dass wir gerade unsere europäischen Werte, die offene Gesellschaft, ernst nehmen und aufhören, paternalistisch ausgerechnet auf dem Kopf von Frauen Politik machen zu wollen. Es ist eigentlich die gleiche, sehr machohafte und männliche Bevormundungspolitik, ob ich in Saudi-Arabien bin und den Frauen vorschreiben möchte, wie sie sich zu kleiden haben, oder ob ich hier bin und ihnen sage, ihr habt euren Gesichtsschleier herunterzugeben. Das ist etwas, das ist ein Widerspruch in sich. Und wenn es darum geht, extremistische Tendenzen zu verhindern, dann bin ich sehr dafür, dass Sie sich zum Beispiel auch mal ernsthafter damit beschäftigen, was wir als islamische Glaubensgemeinschaften seit Jahren in den Diskurs einbringen. Gerade die Vereinbarkeit von Islam mit Menschenrechten, Demokratie, Pluralismus, Rechtsstaatlichkeit ist von uns immer wieder in den Diskurs eingebracht worden, auch mit sehr entschiedenen Papieren, die auf europäischer Ebene große Resonanz gefunden haben, etwa die Imame-Konferenzen 2003, 2006, 2010. Lässt sich alles theologisch wunderbar auch nachlesen, dass hier wirklich Arbeit geleistet wird. Ich erwarte mir gerade von Herren wie Ihnen, dass Sie nicht den islamfeindlichen Diskurs bedienen, dass sie nicht eigentlich das an Islamverständnis in den Raum stellen, was die Extremisten haben, sondern denen Stimme geben, die sehr sachlich, sehr authentisch aus dem Islam heraus für ein Leben als österreichisch und muslimisch plädieren. Dann würde ich jetzt gerne einer Frau die Stimme geben. Also zunächst einmal, es ist ja kein reines Kleidungsstück, es ist ein politisches Symbol und das macht das Ganze schon ein bisschen interessanter. Es ist sehr wohl ein politisches Symbol, weil der Islam, lassen Sie mich mal bitte ausreden, das wäre sehr freundlich, ich habe Ihnen auch zugehört. Es ist schon so, dass der Islam ja auch keine reine Religion ist. Sie ist auch nicht vergleichbar mit dem Christentum oder dem Judentum, sondern ist auch Gesetzgebung. Denn es ist ja die Scharia, die über allem steht. Und daher ist auch das Kopftuch und auch der Niqab, der in Wien sehr häufig wiederum anzutreffen ist, ich gebe Ihnen recht, die Burka selber ist eher weniger, aber der Niqab ist in Wien ja auch eine Vollverschleierung, sehr wohl häufig anzutreten, auch schon in den Innenbezirken, also nicht mehr nur in bestimmten Bereichen, in Favoriten oder da, wo viele Ausländer leben, sondern es ist auch ein politisches Symbol. Und man hat ja gesehen, gerade in Österreich kann man das auch gut beobachten, seit vor allem dem Jugoslawienkrieg hat in Europa eine zunehmende Islamisierung stattgefunden. Und ich werde Ihnen etwas erzählen. Ich war dreimal in meinem Leben in Sarajevo. Erstmals 1999, damals war die Stadt noch vom Krieg gekennzeichnet. Einmal dazwischen und jetzt zuletzt im Herbst 2016. Und was man gesehen hat, war, dass immer noch kaputte Häuser gibt es immer noch, es gibt noch Krater von Bomben, also da ist noch viel, viel zu tun und zu reparieren. Aber was es dort gegeben hat, das sind riesengroße, neue, renovierte, hergerichtete Moscheen, die das Stadtbild in der Zwischenzeit prägen, weil hier das Geld aus Saudi-Arabien geflossen ist, weil da hat jemand Geld in die Hand genommen. Und genau das ist das, wenn man dann nämlich spricht mit Politikern in Sarajevo, die einem dann sagen, aus Saudi-Arabien fließt auch Geld in Richtung der Bevölkerung, wenn Männer ihre Frauen dazu bringen, das Kopftuch aufzusetzen. Während es in Sarajevo vor dem Krieg kaum Frauen gegeben haben, die ein Kopftuch getragen hat, ist das heute gang und gebe. Und wenn man weiß, wie hoch die Arbeitslosigkeit ist, dann ist das schon klar, dass viele Frauen sozusagen freiwillig das Kopftuch aufsetzen, weil es Geld dafür gibt. Und jetzt können Sie nicht ausschließen, ob wir dieses Problem nicht auch in Wien haben. Ja, reden wir gerne über Bosnien. Bosnien ist nämlich das Beispiel schlechthin für unsere Geschichte. Wir reden über Österreich. Wir reden über Österreich und den österreichischen Kulturraum. Ohne Bosnien hätten wir kein Islamgesetz 1912. Wir haben kein Islamgesetz 1912. Jetzt haben wir es auch 2015. Aber seit 1912, durch die Geschichte Bosnien, haben wir den Islam
institutionalisiert als anerkannte Religionsgesellschaft. Nein, das ist falsch. Das ist völlig falsch. Das ist richtig. Nein, das ist vollkommen falsch. Der Islam ist seit dem Jahr 1988 anerkannte Religion. 1912 ist die Anerkennung des hanefitischen Ritus gewesen, der aber nur deswegen aufgrund eines Erlasses von Kaiser Franz Josef anerkannt wurde, weil man unten Imame brauchte, weil man unten Beamte brauchte, nicht zuletzt auch, um die muslimischen Glaubensbrüder in Bosnien sozusagen auch für den Krieg zu mobilisieren und zu motivieren. Dass man 1987 erstreckt 88. hat auf die weiteren innermuslimischen Rechtsschulen. 1988 wurde der Islam erstmals in Österreich anerkannt. Bitte zu Bleiben Bosnien Sie bitte kommen. Bei der Wahrheit. Das tue ich die ganze Zeit. Nein, das tun Sie nicht. Sie verdrehen sie. Nein, Sie sind dabei, selektiv sich Sachen herauszupicken. Nein. Und ich komme ich versuche, zu Bosnien, es historisch aufzuarbeiten. Weil Bosnien wirklich ein Paradebeispiel ist für Islam in Europa. Und ich möchte zitieren einen der großen Gelehrten, Šautović, der schon in den 20er Jahren als der erste Mufti Bosniens auch über die Vollverschleierung gesprochen hat und einen innermuslimischen Diskurs bestärkt hat, Frauen dazu zu bewegen, erstens in die Bildung reinzugehen, zu lernen, Mädchenbildung zu fördern und gleichzeitig argumentiert hat, aus islamischer Sicht braucht es keinen Gesichtsschleier. Wir haben diesen innermuslimischen Diskurs sehr lange und es ist wesentlich wirkungsvoller. Wir argumentieren auch von innen heraus und pfropfen nicht von oben befehlsartig aber etwas Aber wenn es so über, wirkungsvoll wäre, warum nehmen denn die Vollverschleierungen nachher, auf Wiens Straßen so stark zu? Darf ich hier vielleicht kurz mal Frau Mirza befragen? Sie als Islamexpertin sind da im Thema drinnen, wie kaum eine andere. Ich hätte da eine Frage an Frau Bagajati, da bitte Sie mit Ja oder Nein zu beantworten. Würden Sie sagen, dass die Frauen den Männern gleichgestellt sind im Islam? Absolut. Gut. Koran, Sure 4, Vers 34 steht drin, die Männer stehen über den Frauen, weil sie Gott ausgezeichnet hat und wegen den Ausgaben, die sie aus ihrem Vermögen tätigen. Ja, das ist eine ganz klare Aussage, das lässt keinen Platz für Interpretation oder Missverständnisse. Aber sehr viel Spielraum für Tafsir. Und da zitiere ich gerne aus meinem Buch Muslimin sein, 25 Fragen, 25 Orientierungen, wo ich genau auch dieser Koranstelle sehr breiten Platz gegeben habe, dass nämlich nicht das herauszuziehen ist, ohne Parallelstellen, wie Mann und Frau sind einander Wali, also gleichberechtigt. Sie sind vor Gott gleichgestellt, das gebe ich Ihnen recht. Wie erklären Sie mir dann, dass eine Zeugenaussage einer Frau nicht so viel wert ist wie die eines Mannes? Wie erklären auch Sie mir, da dass die Frau weniger erbt als ein Mann? Wie erklären Sie, dass ein Mann erlaubt ist, vier Frauen zu heiraten, nebenbei noch seine Sklavinnen sexuell zur Verfügung zu haben? Ich möchte das gar nicht erklären. Ich möchte das gar nicht erklären. Ein Mann sich von einer Frau scheiden lassen kann, indem er dreimal sagt, ich verstoße dich. Wie erklären Sie dann dieses Ungleichgewicht? Auch mit Ihrem Tafsir bitte. Geben Sie mir 2 Stunden Zeit für einen Vortrag und ich nehme Kapitel für Kapitel Ihre Fragen. Beziehungsweise mache ich noch einmal, Entschuldigung, Schleichwerbung für mein Buch. Damit all diese Kapitel Frau Mirso, Sie sind doch wirklich als Islamexpertin vertraut mit diesem Kulturkreis. Das heißt, Sie haben auch dort gelebt, Sie haben dort Familie, Verwandtschaft. Sie können ja wirklich tatsächlich beurteilen, wie ist die Situation vor Ort? Die Situation hat sich ganz stark verändert, vor 20 Jahren und jetzt. Man hat gemerkt, dass gerade die wahhabitische und auch salafistische Ideologie sich immer weiter mehr in der islamischen Gesellschaft durchfrisst und es alles viel radikaler wird. Vor 20 Jahren in Syrien konnte ich noch mit dem Fahrrad in die Schule fahren zum Beispiel. Ja, jetzt geht das nicht mehr, weil man schon darauf angesprochen wird, dass eine Frau auf dem Fahrrad nicht zu suchen hat. Ja, auch wird man angesprochen, dass, warum man kein Kopftuch trägt. Und es ist sehr wohl ein Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht. Bei Sie reden IS auch immer von Selbstbestimmung. Nein, das ist nicht bei der IS, das ist ganz normal in ländlichen Gebieten, auch in der Stadt. Unter Assad. Bei der Al-Nusra, bei wem? In der Bevölkerung. Assad steht ja nicht überall in hin als säkulärer Herrscher. Syrien ist total zersplittert zurzeit. In welcher Bevölkerung? Vor dem Krieg schon war das. Vor dem Krieg, bei unter Krieg. Assad war das. Ja, wir haben seit 40 Jahren Assad an der Macht. Richtig, und sein Vater. Und da war es aber etwas moderater. Es war moderater, aber nicht in den Köpfen der Menschen. Ich frage mich, wie wird man zu einem Islamexperten? Was haben Sie studiert?
Ich habe studiert Jus und Politikwissenschaft. Und da wird man zum Islamexperten. Ich kann aus Erfahrung reden, ich habe sehr viel gelesen. Aber da wollen Sie jetzt, das können die alle. Also Sie wollen jetzt meine Kompetenz in Frage stellen. Das tue ich. Gut, ist es Ihr Recht. Wie wird man zum Islamexperten? Das würde mich interessieren, mit Jus-Studium, mit Politikstudium. Durch Lesen, durch Erfahrungen, durch Gespräche und ganz viel eben Lesen und Bücher studieren. Aber einen Einwurf kann man zum Islamexperten gegenüber echt studierten Menschen, die wirklich Theologie, Islamwissenschaften studieren. Ich spreche niemand was ab. Ist das so einfach in einem empirisch wissenschaftlichen Europa? Ich finde es nicht professionell, dass Sie mich jetzt persönlich angreifen. Nein, ich kenne Sie gar nicht. Ich kann Sie gar nicht persönlich angreifen. Ich frage Würden Sie nur, auf das antworten, was ich gerade vorgebracht habe, bitte? Gerne, aber ich würde mal zu Ende führen wollen. Wie kann es so einfach sein, einfach nur kritisch gegenüber dem Islam zu sein, die identitären Theorien vom Internet, Web, einfach über die Vorurteile über Suren im Koran einfach runterzubeten? Ich habe den Koran gelesen. Somit ich ist man schon legitimiert. Der Islamexperte in einem wissenschaftlich empirischen, aufgeklärten Europa sollte doch Expertise etwas mehr. Ich habe den Koran gelesen, ich habe das Koran studiert, ich muss mich ja nicht vor Ihnen recht Ihnen das. Diese Argumente stehen im Raum, egal wer sie vorbringt. Das kann auch ein Mann von der Straße, der meinetwegen nur. Aber mit Islamexpertise geht das einfach. Das kann, ist das Recht eines jeden Menschen, das seine Meinung über das Wissen ist wirklich unsachlich. Nein, das sage ich nicht. Ich frage nur, was ist es, wieso ist es so einfach? Das hätten Sie mich gerne vorher fragen können. Das hat hier Sie am Tisch. Ich habe nicht Islamistik studiert. Also was? Das ist doch eine Islamexpertin, Frau Jenewein. Ich bin es ja auch nicht. Aber es gibt Leute. Ich habe mich eingelesen. Ich würde gerne, dass ich das anderen, sonst verstehen unsere Zuseher nichts mehr. Ich denke auch, das ist interessanter, wenn wir uns inhaltlich auseinandersetzen, so berechtigt ich das finde. Und als Islamexpertin erwarte ich mir schon, dass Sie den innermuslimischen Diskurs kennen. Gerade in diesen Koranstellungen. Sich mit mir überall Al-Nisa hat einen Tafsir, eine Auslegungstradition, wo man gerade an dem nicht dann festmachen kann, dass ein Mann sich in irgendeiner Weise überlegen fühlt von seinem Wert her oder von seinem Intellekt her. Wie erklären Sie, dass eine Frau gezüchtigt werden darf, wenn sie den Mann darf sie nicht. Prophet Mohammed war zum Beispiel ein Beispiel dafür, dass er nie eine Frau geschlagen hat. Das ist relevant. Er ist Vorbild, das lernt schon jedes kleine Kind. Und von daher ist das ein Argument. Kriegsgefangene versklavt und vergewaltigt. So hat das jetzt etwas mit unserem österreichischen Diskurs zu tun? Es hat ich mit halte dem hier Bild, sehr mit dem Islamverständnis fest. Damit zu tun, dass Mohammed als ideales Vorbild gilt, als edelster Mensch der Welt, ja, und dass die Muslime auch heute, 1400 Jahre nach Mohammed, ihn als Beispiel nehmen. Das ist sehr wohl relevant. Ja. Aber Prophet Mohammed war vor allem in einem Beispiel, nämlich zu erkennen, dass manche Prozesse in der Gesellschaft ihre Zeit brauchen. Und ich denke, unser Islamverständnis heute muss eines sein, das vor allem auch kontextorientiert ist. Wir haben ein Problem mit einer Auslegung, die wortwörtlich herangeht, ja. Wir haben ein Problem damit, wenn Menschen meinen, sie können Hadith-Bücher plündern, um sich ein paar Stellen herauszupicken, um dann ihre Ideologie zu rechtfertigen. Und gerade darum brauchen wir eine fundierte, auch islamwissenschaftliche Beschäftigung, die von Muslimen geleistet wird. Und die entzieht dem Terrorismus, Extremismus dann auch argumentativ den Boden. Das halte ich für sehr wichtig. Auf jeden Fall. Herr Gördi, ich würde auch gerne Sie zu Wort kommen lassen. Bitte. Ja. Es war nicht der persönliche Angriff. Ich sehe nur in der derzeitigen Atmosphäre, schießen die Islamexperten nicht gegen ihre Person, vielleicht haben sie die Kompetenzen, so richtig aus dem Boden. Und sie wiederholen nur Ressentiments über die Religion, die man schon als Kinder abgearbeitet haben. Als Kinder abgearbeitet haben, als Muslime, die in Europa leben, die den Grundwerten sich verbunden fühlen, von denen aus agieren und von denen aus handeln. Und ich denke, dass ich bin ein gläubiger Moslem, ich praktiziere und ich denke, dass meine Religion zu 100% vereinbar ist mit der Demokratie, mit den Grundwerten in Österreich. Und das meine ich so. Deswegen sind meine Aktionen, sind meine Interessen auch auf jeden Fall von den Grundwerten herzuleiten. Es ist einfach nur lustig, also es ist eigentlich schon sehr bedenklich, dass wir jetzt über eine Koraninterpretation sprechen müssen, wenn doch die Grundwerte die Basis sind, von der wir ausgehen müssen, um dann etwas pro oder dagegen zu sein.
Sie können beides vertreten. Aber es ist nicht der Vers, es ist nicht der Hadith, es sind nicht diese pseudowissenschaftlichen Islam-Diskussionen, die zu nichts führen und Tage und Wochen bedürfen würden und die Zuschauer ohnehin nicht differenzieren können, was wir da reden. Ich danke Ihnen, Herr Görde, für dieses Statement und ich würde vorschlagen, wir gehen in eine kurze Werbepause. Die Gemüter sind bereits aufgehitzt, das ist eine optimale Grundlage für eine spannende Diskussion. Bitte bleiben Sie dran, bis gleich. OE24TV präsentiert Burka-Verbot, die Diskussion. Außenminister Sebastian Kurz setzt sich beim Neustart der Regierung durch. Vollverschleierung wird gesetzlich verboten. Werden die Rechte der Frauen dadurch beschnitten? Wie wirkt sich das Burka-Verbot auf die Integration aus? Und was ist mit der Religionsfreiheit? Darüber diskutieren live im Studio Carla Amina Bagajati, Leila Mirso, Markus Franz, Hakan Gördü, Dagmar Belakovic, Jene Wein. Durch die Sendung führt Katrin Lampe. Ja, und da sind wir wieder zurück aus der Werbepause bei unserer Diskussion rund um das Burka-Verbot. Für alle, die schon vor der Werbepause dabei waren, ja, die Wogen gehen hoch, so soll es auch sein in so einer Diskussion. Und das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage, meine Damen und Herren. Polarisiert ein Kleidungsstück wie die Burka? Schürt das den Fremdenhass? Schürt das die Aggression? Es war jüngst ein Vorfall in der Wiener U-Bahn. Auch den haben wir für Sie mit einem kurzen Beitrag zusammengefasst. Der Vorfall schockt die Öffentlichkeit. Eine Mitarbeiterin der Wiener Linien soll eine Muslimin rassistisch beschimpft haben. Die junge kopftuchtragende Frau hört die Angestellte am Serviceschalter nicht. Die Mitarbeiterin reagiert ungehalten und schnauzt die Muslimin mit den Worten: "Ja, dann gib dein Kopftuch runter, wenn du nicht hören kannst, da ist die Tür, Baba, an." Geschehen ist das Ganze bei der Ticket- und Servicestelle am Wiener Schottentor. Die Zeugin Bibi Mohammed, die das Ganze live mitbekommen hat, schildert auf Facebook erbost den Vorfall. "Ich war nämlich heute Zeugin eines rassistischen Vorfalls von Seiten einer ihrer Mitarbeiterinnen gegenüber einer Kundin. Das ganze Szenario konnten wir uns nicht länger ansehen und ich schritt mit lauten Worten ein, dass es unmöglich sei, was hier gerade abläuft und dass ich mich nicht von Rassisten bedienen lassen möchte, und wir gingen trotz langen Wartens stocksauer aus der Servicestelle raus." Die Wiener Linien haben inzwischen mit der betroffenen Mitarbeiterin gesprochen, diese bestreitet aber die Vorwürfe. "Es handelt sich um ein Missverständnis, keinesfalls wollte sie jemanden rassistisch beleidigen", so das Unternehmen. Ja, Frau Bagajati, ich möchte gerne von Ihnen wissen, haben Sie so ähnliche Vorfälle selbst auch schon mal erlebt? Ist Ihnen schon Fremdenhass entgegengekommen aufgrund des Kopftuches oder sind Sie da bislang immer mit Freundlichkeit bedacht worden? Nein, auch ich habe das erlebt. Ich habe aber auch sehr viel Zivilcourage erlebt, dass dann Umstehende eingegriffen haben und die Person in ein Gespräch verwickelt haben, konfrontiert haben mit diesen islamfeindlichen und rassistischen Aussagen. Und das hat auch gut getan. Und ich bin froh, dass es eine eigene Dokustelle für Muslime gibt, wo wir in Europa einzigartig eben nicht nur solche Übergriffe dokumentieren, sondern auch die Zivilcourage und damit Anregung geben für ein besseres Miteinander und einen Zusammenhalt in der Gesellschaft. Frau Jenewein, können Sie nachvollziehen, dass Niqab oder Burka Ressentiments schüren? Selbstverständlich, denn sie sind noch einmal ein politischer Ausdruck und auch Ausdruck eines Integrationsunwillen. Also ich denke, die Gesellschaft spaltet sich manches Mal schon ziemlich stark. Wir diskutieren hier beispielsweise über Schweinefleischverbot im Kindergarten, über getrennten Schwimmunterricht, über all diese Dinge wird hier permanent diskutiert. Das heißt, es ist die generelle Integrationsfreudigkeit gerade bei den Muslimen nicht besonders hoch im Bereich. Ich möchte es jetzt nicht generalisieren, es gibt auch Muslime, die sich sehr wohl integriert haben, die hier tüchtige Mitbürger geworden sind. Aber es ist halt schon in sehr weiten Bereichen so, dass sie sich selbst eigentlich herausnehmen. Mhm. Und gerade, wenn sie sich selbst verhüllen, nehmen sie sich ja aus der Gesellschaft heraus. Es ist ja, bei allem Respekt, aber es ist in Mitteleuropa einfach nicht üblich, mit jemandem zu sprechen, wo ich die Augen sehe. Ja. Das ist einfach etwas, wo sich Muslime selbst herausnehmen aus der Gesellschaft. Ich möchte einfach eine Rückfrage stellen. So wie Sie sich jetzt anhören, klingt das wie eine Rechtfertigung für jemand, der im öffentlichen Raum eine Muslimin anpöbelt? Das hat nichts mit Rechtfertigung zu tun, aber für jedes Beispiel, das Sie mir bringen, kann ich Ihnen gerne ein Gegenbeispiel bringen. Ja, aber was bringen Sie jetzt das Schweinefleisch rein, als würden Muslime
propagieren, esst kein Schweinefleisch mehr. Ja, das stimmt nein, einfach. Aber das Problem sind genau diese Dinge, wo man Stimmung erzeugt. Die muslimischen Kinder in den Gärten, die genau dazu führen. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist sozusagen das Kopftuch nur der Ausdruck oder die Spitze des Eisberges für einen mangelnden Integrationswillen. Das Kopftuch, Sie, Herr Franz? Die Vollverschleierung ist unter Umständen das rote Tuch, weil die österreichische und die europäische Politik bis jetzt nicht wirklich in der Lage waren, klar zu sagen, was wir wollen in Europa und was nicht. Wir sagen es jetzt ganz klar mit dem Burka-Verbot, mit dem Vollverschleierungsverbot. Und ich halte das für eine extrem wichtige Maßnahme, dass nämlich die europäische Kultur sich endlich wieder aufrichtet und sagt, pass auf, hier und hier und hier sind unsere Grenzen und das und das und das wollen wir. Das hat die europäische Kultur unter dem Signal, unter dem Signum Toleranz die längste Zeit nicht gemacht. Wir haben immer gesagt, wir sind so tolerant und wir sind so liberal und jeder kann machen, was er will und jeder kann beliebig sich irgendwas herauspicken, was er möchte. Was ist passiert? Auf der einen Seite das Ressentiment, der berechtigte Zorn der Bevölkerung ist gewachsen und gewachsen und gewachsen, bis wir dann solche unguten Vorfälle haben. Und auf der anderen Seite breitet sich natürlich jemand, der Islam, der klare Vorstellungen hat, wie eine Gesellschaft zu funktionieren hat, der klare Gottesbezüge hat etc., der breitet sich dann in diesem Vakuum, das die europäische Schwäche dargestellt hat, massiv aus, was ich ja bis zu einem gewissen Grad verstehe. Aber im Gegenzug muss jetzt die Gegenreaktion genauso verstanden werden. Wir als Europäer, wir als Österreicher, wir als Legislative überhaupt sind dazu aufgerufen, vom Volk Österreichs gewählt dazu, Gesetze zu machen, wie Österreich zu sein hat. Und danach müssen sich bitte alle richten, vor allem die frisch dazukommen. Die müssen sich danach richten, das ist Österreich und das ist die österreichische Kultur. Und wir legen als Politiker in gewisser Weise den Rahmen dieser Kultur fest. Bitte schön, anders wird es nicht funktionieren. Das ist schon, also da, natürlich, dieses Bedürfnis kann man ja durchaus verstehen, dass man sich auf die Füße getreten fühlt, teilweise Angst hat, teilweise die Einzelfälle, die auch natürlich... Das hat nichts mit Angst zu tun. Angst ist durchaus in der Bevölkerung. Ich habe auch sehr viel mit christlichen, autochthonen Leuten gesprochen, die haben auch regelrecht Angst vor den Geschehnissen, die in der Welt passieren und wie sie in Österreich reflektieren. Aber wenn Sie sagen, wir, und Sie deuten nur auf die drei Personen, die dort sitzen und nicht auf uns. Na, wir. Nein, genau, diese Handbewegung ist schon ein kleines Detail, aber mit einem großen Unterschied, und zwar, dass wir genauso daran interessiert sind, dass wir Muslime und Nicht-Muslime und Islamexperten und Politiker genauso daran interessiert sind, dass in Österreich eine Norm, eine mitteleuropäische Norm gilt, die natürlich mit unseren Werten zu vereinbaren sind. Aber unsere Werte sind nicht Kopftuch, ja, nein, Minarett, ja, nein, wie es der Herr Kurz vor 2 Jahren auch selber gesagt hat. Unsere Werte sind vielmehr die Meinungsfreiheit, die Religionsfreiheit und, und. Der Missbrauch davon, der missfällt uns Muslimen ja genauso. Dann äußert euch klar dazu. Ich bin dankbar für solche Äußerungen. Das müsst ihr viel mehr machen. Ihr müsst euch viel mehr klar äußern. Viel mehr klar äußern. Diese Stimmen sind mir zu leise. Wir haben eine Demonstration, wie ich damals noch in einer NGO tätig war, haben wir eine Demonstration gemacht. Muslime und Menschen gegen den Terror. Und da gab es 5 mal 1 Meter, also 5 Meter mal 1 Meter Banner, Dutzende, 4000 Muslime, Türken, Araber und so weiter sind auf der Wiener Innenstadt gegangen, ja, und haben gesagt, Islam hat nichts mit Terrorismus, nichts mit Extremismus zu tun. Wir sind für den Frieden. Und welche Zeitung, können Sie mir sagen, hat diese Story überhaupt gebracht? Ö24 fragen, ich betreibe keine Zeitung. Ich frage gerne Ö24, aber ich natürlich als einer der Veranstalter habe mir das genau angesehen. Es war in einer Zeitung, nicht in der Ö24, eine Randbemerkung. Mhm. Und dann verstehe ich natürlich die Österreicher, die fordern, wieso distanziert? Aber das tun wir doch. Aber ist es überhaupt interessant für die Medien? Natürlich ist es interessant. Macht es eine Mahnwache für die Terroropfer, macht es eine Mahnwache für die unterdrückten Christen, für die geköpften Christen. Stellt euch hin und sagt, das wollen wir nicht. Das wünsche ich mir von den Muslimen. Genau das haben wir gemacht. Stellt euch hin und bekennt euch zu Österreich, bekennt euch. Wir sind die ganze Zeit damit beschäftigt, zu relativieren und dem Problem nicht Wieso? Wirklich überhaupt ins Auge nicht. Zu blicken. Wieso? Das Kopftuch, die Vollverschleierung, steht für Unterdrückung der Frau. Das Kopftuch Was oder ist die Vollverschleierung? So provokant Welches? An einer Frau, die ihre Haare zeigt. Also das ich bin Kopftuch selber auch. In der Wiener U-Bahn angesprochen ja? worden auf Arabisch, der mir gesagt hat, bedecke dich. Ein klares Statement. Im Koran, es heißt, ich auf Arabisch mit Ihnen solidarisch zu dieser Frau was gesagt. Ich kann
Arabisch. Ja. Ich fand es aber nur in der Situation etwas bedrohlich, allein in der U-Bahn hier einen Grundlagenstreit anzufangen. Aber mit deswegen einem Mann. Haben Lassen wir doch keinen Grund, ausreden. Jetzt die Burka zu verbieten. Das ist eine selbstverständlich, weil die Burka ein politisches Symbol ist. Ich erkläre es Ihnen gerne noch einmal. Das ist da gar noch nicht fertig. Selbstverständlich, das islamische Kopftuch ist ein Kopftuch. Das ist die Frage, weil der Herr Kurz sich halt nicht so weit durchgesetzt hat. Ich würde gerne über das Kopftuch sprechen. Das heißt, irrelevant ist, dann kann man es ja verbieten. Islamischen Vertreter, man kann, Dachverbände, man beiseite dass so. Die Kopfbedeckung, der Verschleierung der Frau, das Kopftuch eben nirgendwo im Koran zu erwähnen ist. Ja? Das stimmt aber nicht. Das steht in der Absatz 31. Es steht genau drin, o Prophet, sprich zu deinen Gattinnen und deine Töchter und zu den Frauen der Gläubigen. Sie sollen sich in ihrem Überwurf verhüllen, und jetzt kommt's, so werden sie erkannt und werden nicht verletzt. Ja. Das ist erschreckend, dieser Was? Vers. Wieso? Was, das heißt, wenn ich mich als Muslimin es ging kennzeichne, um indem ich mich Propheten, bedecke, damit sie erkannt werden als die Frauen verschleiere, des erkennen mich die anderen muslimischen Männer als Muslimin Nein. an und verletzen mich es nicht? Ging um die Bin ich sonst vogelfrei? Was ist, wenn ich mich nicht bedecke? Welchen Stellenwert habe ich als Frau, als Individuum in einer islamischen Gesellschaft? Bitte. Es ging in diesem Vers, so viel die Frau Bagajati wird mich korrigieren, wenn ich falsch liege, es geht da in diesem Kontext um die Frauen des Propheten. Die um waren die Frauen Mütter der Umma. Es sind ja. alle Frauen des Darf Islam ich mich damit jetzt Wort melden? Ich denke, bitte, Frau Bagajati. Darf ich bitte? Also, erstens mal ist sehr interessant, was unmittelbar vor diesem Vers steht. Da geht es nämlich um die Männer. Um die Männer, die ein Benehmen haben sollen, dass sie ihre Blicke zu Boden senken und auf diese Weise keiner Frau irgendwie sexistisch zu nahe treten. Warum das ist eine klare die Frau Verantwortung. Sexualisiert, indem sie Nein, ihre Haare zeigt. Ich bin nicht fertig, bitte. In Europa. Wir Frauen haben das so, hinter uns. Ich finde es erschreckend, dass wenn wir Sie mir ein bisschen zuhören, glaube ich, werden Sie merken, dass wir da als Frauen bei vielem näher beieinander liegen, als das Sie annehmen. Bezweifle ich. Doch. Welcher Vers ist das übrigens? Ich bin die Erste, die eine Reduzierung Sure von 33, Kopftuch... Vers 59. Das ist ein anderer gerne Vers, den Sie nachschauen. Ja. Das ist, ja. Die sagt, eine Frau, die ihr Kopftuch trägt aus Schutz vor Männern, tut das aus einem Grund, den ich empfehle, sehr stark zu reflektieren. Ich tue es nicht. Ja? Ich weiß, Sie uns wie kurz ich Ihre mich Gründe als Frau schildern, warum Sie ein Kopftuch tragen. Ich trage es aus einem religiösen Bedürfnis heraus. Ist für mich etwas sehr ja, Befriedigendes, etwas, was mir Wärme, Geborgenheit gibt, aber bestimmt nicht, damit ich mich gegen Männer schütze vor lüsternen Blicken. Dahinter steckt ja auch ein Männerbild, mit dem ich nicht kann. Denn damit würde ich auch den Mann zu einem übersexualisierten Wesen machen. Dann sind Sie in der falschen Religion. Ja, ja. Und hier spreche ich eben sehr deutliche Worte, dass wir Frauen brauchen, und ich kenne viele solcher Frauen, die einen sehr kritischen Diskurs führen, auch zu Literatur, die man unter Muslimen lange Zeit geschrieben hat. Ja, diese Schutzsache. Und da brauchen wir nicht nur das Kopftuch anschauen. Wenn jemand mit mir einseitig redet, das ist ein Schutz für die Frau, dann werde ich gleich auch viele andere Dinge ansprechen, wo auch dieses Paternalistische kommt, dass man Bevormundung von Frauen rechtfertigt über eine angebliche Schutzbehauptung. Und da gibt es sehr viel, von Reisefreiheit der Frau bis zu Bildungssachen, Berufstätigkeit. Ich trete ein wirklich für eine Chancengleichheit für Frauen, für eine volle Partizipation und für ein endlich den Frauen die Definitionshoheit geben, warum sie ein Kopftuch Aber tragen. Aber da bin ich auch sehr der, froh im aktuellen es scheint Diskurs, in der die Männer Umsetzung nicht immer so zu funktionieren, wie das Frau Bagajati möchte. Sie sind das freundliche Gesicht des Islam, das ist unbestritten. Aber eines ist schon klar, es geht hier jetzt um die Situation, wie wir sie in Österreich haben. Ich kann Ihnen jetzt nicht widersprechen, ich bin keine Islamwissenschaftlerin. Da werden Sie besser Bescheid wissen, was da drinnen steht und wie Sie es zu interpretieren haben. Was ich als Politiker zu bewerten habe oder als Politikerin zu bewerten habe, ist das, wie sieht es in Europa, wie sieht es in Österreich aus? Welche Probleme ergeben sich aus
dem Islam aus den Muslimen, die bei uns in Europa, in Österreich leben. Ich meine, wir sollten ja nicht darauf, ich habe es schon einmal eingangs gesagt, dass der ganz große Unterschied zwischen dem Islam und dem Christentum oder auch dem Judentum ist, dass der Islam auch Gesetz ist. Und es gab eine Umfrage, jetzt schütteln Sie bitte nicht den Kopf, horchen Sie mir fertig zu, weil die Scharia steht natürlich über dem Gesetz. Frau Bayer, ja, die horchen Sie mir jetzt zu. Es hat Minister Kurz vor wenigen Tagen eine Studie eröffnet, die er durchgeführt hat, unter jungen Asylberechtigten. Es waren 80% Männer. Er hat es auch begründet, weil halt einfach mehr Männer jetzt gekommen sind. Für 40% dieser Männer war einfach die Religion wichtiger als das staatliche Gesetz. Wobei aber über 60% gesagt haben, Demokratie ist wichtig. Das heißt, das demokratische Gefühl dieser Menschen ist eben ein völlig anderes, als wir es hier in unserer westlichen Kultur haben. Und ich sage Ihnen eines, Österreich ist ein christlich geprägtes Land, war ein christlich geprägtes Land und ich möchte, dass das auch so bleibt. Ich möchte nicht den Charakter von Österreich verändern, weil wir jetzt eine Migration haben und wir haben die letzten 30 bis 40 Jahre, nicht nur in Österreich, da hat der Kollege Franz recht, die europäische Politik, wir haben es laufen lassen, wir haben einmal geschaut, was kommt. Und jetzt sind wir genau da, wo wir stehen. Wir brauchen uns nur anschauen, was unter dem Titel des Islam alles passiert ist. Gehen wir nur in das Jahr 2016. Wie viele Tote hat es gegeben? Wie viele Terroranschläge? Wie viele Attentate? Und wenn Sie es hochrechnen, die Toten des Terrorismus sind selber Muslime. Das müssen wir auch. Die meisten Opfer von Extremismus und Terrorismus. Ich spreche jetzt rein von den europäischen Opfern. Ja? Jetzt schauen wir uns nur an, was im Jahr 2016 in Europa an Opfern des Terrors und der Attentate, die alle unter dem Deckmantel des Islams sind. Aber was tun Sie denn in der islamischen Glaubensgemeinschaft jetzt dagegen? Wo ist denn Ihr Eingriff? Wo sagen Sie denn wirklich, da müssen wir endlich einmal schauen, wir brauchen eine ordentliche Imamschule in Österreich. Wir müssen endlich auch, dass die predigen in Deutsch. Einen vereitelten vor wenigen Tagen. Ja, vereitelten, das ist natürlich relativ. Ich hoffe, dass die Polizei da auch ordentlich arbeitet in aller unserer Interesse. Wollen Sie wirklich, dass es hier in Berlin so ist? Natürlich will ich, dass es vereitelt wird. Natürlich, ja, ist ja klar. Aber anscheinend funktioniert etwas auch. Ja. Es ist falsch, wenn man zum Beispiel den Mainstream-Moslem hernimmt und den diffamiert und sagt, ihr macht es nicht und ihr distanziert euch nicht, aber die eine sehr wertvolle Arbeit leisten. Und Sie haben gesagt, das Kopftuch ist auch ein politisches. Ist es auch, ja? Das Problem ist, wenn Sie dann die Mainstream-Muslime auch diffamieren und denunzieren, wenn Sie sagen, es ist ein politisches Symbol und die Dame, die das trägt, sagt, es ist keines, dann erzwingen Sie ihr ihre eigene Definition auf. Und dann kommt ein konkretes Gesetz, was bereits schon zu relativ konkreten Einschränkungen im öffentlichen Dienst führt. Und somit spielen wir den islamistischen Extremisten, vor denen Sie alle warnen und wir auch, in die Hände, weil durch diesen Ausschluss, durch diese Diffamierung haben sie dann eine Legitimation, um zu sagen, Österreich ist gegen Muslime. Und da sollten wir viel spezieller, viel exklusiver und viel differenzierter vorgehen. Österreich ist gegen den politischen Islam und Österreich ist gegen den Islamismus. Richtig. Wir wollen hier gewisse Dinge haben, nach denen sich alle richten müssen, die hier leben und die zu uns kommen wollen. Die müssen sich. Ich bin genauso Österreicher wie Sie, Herr Franz, und wie Sie, Frau Jener. Deswegen dürfen wir zu dritt die österreichischen Werte mit uns umsetzen. Ja, aber die definieren wir auch gemeinsam, weil die Grundwerte stehen geschrieben. Und ob Sie jetzt finden, dass ein Kopftuch ein österreichischer Wert ist oder nicht, ist so relativ egal. Und das ist sowas von Leibherrschaft. Ich rede von der Vollverschleierung. Ich habe zuvor das Thema auf Kopftuch. Sie haben gesagt, das ist genauso ein politisches Symbol. Frau Mirso, ich würde Sie gerne fragen, ist es ein politisches Statement? Das Kopftuch selber ist Ausdruck des Islam, ein Moslem zu sein als Frau. Die Vollverschleierung sehr wohl, weil teilweise Frauen auch hier in Österreich von der Türkei, von Saudi-Arabien oder den Golfstaaten bezahlt werden, dafür bis zu 200 Euro im Monat einen Niqab zu tragen. Gibt es Beweise dafür? Das ist genau immer Ihre Gegenfrage. Sie wissen doch ganz genau, dass das nicht beweisbar ist. Weil wir empirische Sachen besprechen müssen, wenn wir nicht Populismus betreiben wollen. Und wenn Sie sagen, die... Das hat nichts mit Populismus zu tun. In meiner ersten Äußerung habe ich schon gesagt, dann ist das ein Beweis. Aus eigener Erfahrung ist meine Cousine in Syrien, die Kunststudentin war, die
immer ein freies Leben geführt hat, eben durch den Bürgerkrieg, durch die finanzielle Not dazu gezwungen ist, Gelder, in diesem Fall aus dem Iran, anzunehmen und eben seitdem mit einem Niqab rumläuft. Also ich kann Ihnen in einem keine Statistik sogar, dafür, ich erlebe es selbst. Wenn es sollte ein paar Anzeigen geben. Bitte, wenn es um Geldflüsse geht, von einem weiß ich es sogar, von Frankreich. Dort gibt es jetzt das Verbot und es gibt Geldstrafen und es gibt finanzkräftige Männer, die den Frauen dann das Geld zahlen. Und diese Frauen werden instrumentalisiert in einem ideologisierten Diskurs zu Heldinnen. Und das ist wirklich absolut kontraproduktiv. Und ich möchte das für Österreich nicht. Ich habe hier erlebt, und ich war ein Teil davon, mit vielen anderen muslimischen Frauen einen Diskurs zu führen nach innen, der zeigt, warum das eine Minderheitenmeinung ist und der auch sehr klar benennt, dort, wo Positionen, die in Extremismus reingehen, Argumentation theologisch liefern zu wollen, die dann wirklich in Richtung politischer Islam gehen. Also wenn mir jemand erzählen will, Gesicht der Frau ist eine Fitna, bringt Zwiespalt in der Gesellschaft, dann können wir Sturm laufen dagegen. Da können wir theologisch so einen Unsinn abgraben. Und das passiert. Und das ist sehr, sehr wirkungsvoll, wenn wir das von Ihnen machen. Und mit diesem Statement, liebe Frau Mirso, Islam, der Islam ist aber durchgehend politisch. Da gibt es kein Wenn und Aber. Er ist politisch, diesen Anspruch hat er. Er ist universell. Das Interessante ist, so, politisch oder nicht, es tut mir leid, meine Herren, wir müssen in eine kurze Werbepause gehen. Und ich hoffe, Sie sind nachher noch mit dabei. Bis gleich. OE24TV präsentiert Burka-Verbot, die Diskussion. Außenminister Sebastian Kurz setzt sich beim Neustart der Regierung durch. Vollverschleierung wird gesetzlich verboten. Werden die Rechte der Frauen dadurch beschnitten? Wie wirkt sich das Burka-Verbot auf die Integration aus? Und was ist mit der Religionsfreiheit? Darüber diskutieren live im Studio Carla Amina Bagajati, Leyla Mirso, Markus Franz, Hakan Gördü, Dagmar Belakovic, Jene Wein. Durch die Sendung führt Katrin Lampe. Ja, und da sind wir wieder zurück aus der Werbepause. Wenn Sie jetzt erst einsteigen, dann haben Sie schon was verpasst, liebe Zuschauer. Es ging bereits sehr spannend, hitzig, diskussionsfreudig bei uns zu und es wird hoffentlich auch weiter so sein. Zu Beginn unserer dritten Diskussionsrunde würde ich gerne Ihnen eine kleine Umfrage vorspielen, die wir in der Bevölkerung gemacht haben, wie denn dieses Burka-Verbot bei der Bevölkerung ankommt. Bitte sehr. Ich bin dafür. Warum? Weil wir in Österreich das Vermummungsverbot haben, ne? Und jeder sich dahinter verstecken kann. Und wenn sich Leute integrieren wollen, dann sollten sie sich also auch so anziehen wie wir. Und nicht vermummern. Kein Burka-Verbot. Ich bitte. Also ich bin dafür. Das Gesicht sollte man nicht verdecken. Okay. Religion ist privat, bitte. Ich meine, ich schaue manche Leute, die schon so Katastrophe. Bitte, ist auch ein Mensch. Weil ich bin auch eine Moslem. Und ich sage nichts, warum gehen Sie zur Kirche, warum machen Sie so, warum machen Sie so. Dafür. Warum? Weil das nicht zu unserer Kultur entspricht. Seid ihr dafür oder dagegen? Dagegen. Warum? Weil ich finde, dass man jede Religion akzeptieren soll. Ich bin nicht für das Vollverschleierungsverbot. Können Sie da erklären, warum? Das ist diskriminierend einerseits, andererseits ist ein bisschen eine schwierige Frage. Und ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass ich das beantworten kann. Es ist eher so eine Gefühlssache. Das passt irgendwie für mich nicht, wenn dieses Vollverschleierungsverbot kommt. Gell? Das ist ein ganz heikles Thema, finde ich. Gell? Viel zu heikel, um das mit Ja oder Nein so einfach zu beantworten. Warum glauben Sie, dass die Österreicher das jetzt verbieten wollen? Na ja, wegen ist das in letzter Zeit ist das so viele Probleme und Bombe, Terroristen und so viele. Okay, kann man nicht sehen, unten ist das eine Frau oder ist es ein Mann auch. Ja. Kann man schon. Ich meine, in letzter Zeit ist es so gefährlich geworden. Naja, wegen dieser. Sonst, früher haben wir keine Probleme gehabt. Aber jetzt, ich meine, die ganze Welt ist Katastrophe geworden. Wegen der Anonymität und Ding. Weil ich weiß, wer da dahinter steckt. Ja, aber das kann ein anderer genauso machen, oder? Wenn ich jetzt meine Mütze so ins Gesicht ziehe und es so ein bisschen hoch, kann ich mich auch verschleiern. Also es geht genauso. Glauben Sie, dass möglicherweise auch eine Terrorgefahr sein könnte, wenn sich jemand unter einer Burka versteckt?
Nicht auszuschließen. Glauben Sie, das könnte für den Tourismus Einbrüche geben für reiche Araberpärchen, die daherkommen zum Beispiel? Na, die sind ja gar nicht so vermummt. Weil in Zell am See gehen sie alle herum und da sind die Araberinnen alle nicht vermummt, ja, und haben nicht die Burka an oder ganz wenige. Also ich habe keine gesehen, wie ich dort war. Ja, das Thema spaltet die Gesellschaft. Bitte, wer möchte ans Wort? Ich würde gerne was sagen. Und zwar, wie schon zuvor erwähnt, das marginale Thema wird zu einem Mainstream-Thema gemacht, um dann nicht mehr über die Burka zu sprechen, sondern ansatzweise dann das Kopftuch, das Recht vom Kopftuch abzubauen. So passiert es auch, vielleicht ist es eine politische Pädagogik, mit einem Extremen anzufangen, um dann in den Mainstream oder in den Bus, es gibt kein Recht auf Kopftuch, das steht nirgends festgeschrieben. Kopftuch. Das politische, ja genau, das da ist diese Fremdbestimmung von der Leitherrschaftsideologie, die Sie leider hier heute vertreten. Das Kopftuch, was es ist, das definiert immer noch die Dame, die es trägt. Und in dem Fall war zum Beispiel, auch in diesen Einspielungen, sieht man die kopftuchtragenden Frauen, die sichtbaren Musliminnen, immer von hinten, immer mit diesem typischen Bild. Sie ist unmündig, man redet über sie, aber nicht mit ihr. Dass diese Zwangsbefreiung von einem vermeintlichen Zwang, dem muslimischen Mann und der Umgebung unterstellt wird, ist ein Paradoxon an sich. Was wir machen sollten, ist auf jeden Fall mal fragen, warum tragen Sie das Kopftuch? Die Dame ist nicht unmündig, die Dame ist nicht gegen Österreich, sie ist auch nicht gegen unsere Grundwerte. Aber wenn wir sie aus der Gesellschaft ausschließen, dann machen wir genau das, was wir eigentlich von ihr gefordert haben. Wir schließen sie nicht aus, wir sagen nur, sie darf nicht voll verschleiert sein. Ich rede schon lange nicht mehr über die Vollverschleierung, weil die Vollverschleierung ist für mich einfach ein Übergang für das Kopftuch, Herr Franz. Was denken Sie, darf eine Frau zum Beispiel in Österreich das Kopftuch und ein Amt zum Beispiel bekleiden, auch im öffentlichen Dienst? Was ist Ihre Meinung? Das würde mich jetzt interessieren. Ich bin im öffentlichen Dienst für Entschleierung. Ich bin überhaupt dafür, dass man den Menschen ins Gesicht schauen kann und dass man weiß, wem man gegenüber. Im privaten Bereich kann jeder machen, was er will. Außer die Vollverschleierung, das halte ich grundsätzlich für schlecht. Ja, genau. Bei Vermummungen, bei Demonstrationen etc., das finde ich ganz fies. Ich finde es auch feig, wenn sich Leute in der Öffentlichkeit nicht zeigen wollen, wenn sie irgendein Anliegen haben. Und im öffentlichen... Das normale Kopftuch gehört aus dem öffentlichen Bereich völlig weg, weil es ein politisches Signal ist für eine Weltanschauung. Das definieren wir. Wir sind die Österreicher, wir definieren die Mehrheit der Österreicher. Die Mehrheit der Österreicher definiert es. Wir als repräsentative Demokratie, wir als Legislative im Parlament werden das so beschließen. Das ist österreichisches Recht. Nein, das ist österreichisches Recht. Sie können dagegen sein, das können Sie machen, Sie können demonstrieren, Sie können eine Petition machen, können Sie alles machen, ist ein demokratisches Recht. Aber wir als Legislative werden festlegen, das Burka-Verbot und das Vollverschleierungsverbot in Österreich. Das ist Fakt. Das ist im Moment eine Regierungsvorlage und noch lange kein Gesetz. Ich habe gesagt, wir werden. Das Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst, das heißt bei Richterinnen, Staatsanwältinnen oder Exekutivbeamtinnen. Lehrerinnen vor allem. Lehrern komme ich gleich dazu. Das kommt noch. Was jetzt alles mit der Justiz und mit der Exekutive des Staates zu tun hat. Vor Gericht zum Beispiel, wenn eine Richterin ein Kopftuch trägt, dann trägt sie ihre Religiosität, den Islam in diesem Fall und auch das Weltbild, die ideologische Einstellung des Islam, nach außen. Darf der Richter ein Kreuz tragen? Lassen Sie mich bitte ausreden. Wenn ich vor Gericht stehe, erwarte ich Neutralität. Justitia trägt nicht ohne Grund die Augenbinde. Sie muss blind sein gegenüber Religion, Politik, Rasse oder Geschlecht. Wenn aber eine Richterin das zur Schau trägt, dann verliert sie die Neutralität. Also man geht davon aus, dass sie befangen ist. Ja. Bei einem zum Beispiel Kipperträger dürfte der zum Beispiel Richter werden, ein Jude. Wissen Sie, welche Gefahr geht vom Judentum aus? Welche Terroranschläge verüben die Juden? Nicht die religiöse Natürlich, Symbolik. Es hängt zusammen. Das ist eins. Sie versuchen das immer abzuspalten. Das ist aber nicht richtig. Strafen Sie wirklich? Jetzt haben Sie es auch zugegeben. Die Frauen, die gerade hier groß geworden sind, Sie unterstellen, was das stimmt nicht mehr. Das Ganze ist, so wie Sie sich äußern, den ganzen Abend entlarven Sie eigentlich eine Unterwerfungsgeste, die Sie damit inszenieren wollen. Und das ist sehr wieso? Ihr seid doch hier, ihr seid Noch einmal, ich erkläre es Ihnen aber gerne noch einmal. Nein, es ist eine Geste der Unterwerfung, wenn Sie zwangsweise Frauen
die aus sehr persönlichen Gründen sich entschlossen haben, ihr Gesicht zu bedecken. Was sagen, würden Sie sagen, wenn Frauen runter. Beschließen, nackt zu gehen? Darf man das verbieten oder nicht? Ist dürfen Frauen Religion? Nackt gehen, wenn sie wollen? Der heilige FKK-Bund, welche Religion ist das? Bitte. Es ist ja nicht ein religiöses Zeichen, hat er gerade festgestellt, aus dem Koran heraus. Es ist nicht definiert als religiöses Gebot. Naja, es ist eine religiöse aber Praxis. Aber Sie mischen genau, sich ein religiös in unsere Nein, ich mische mich nicht. Nein. Ich sage, was die österreichische Kultur wert ist und wie sie ausschauen soll. Die österreichische Kultur, wie sie ausschauen soll. Gut, und ich bin Teil dieser österreichischen Kultur. Ja, diesem Teil müssen Sie sich halt unterordnen. Wenn wir und eine offene Gesellschaft, nein, jetzt wird es wirklich sehr ernst, finde ich. Und sehr, das tut weh. Und ich hoffe, der Zuschauer merkt das auch. Sie zeigen eben ganz deutlich, dass Sie ein Diktat entwerfen. Welches Diktat? Wie eine Gesellschaft auszusehen hat, wie ein Mensch sich zu benehmen hat Nein. oder nicht zu das benehmen. Tut Politik und Legislative immer. Unsere offene Gesellschaft steht aber gerade ein in Europa für eine Kultur der Meinungsfreiheit, ja, der Religionsfreiheit. Da möchte ich jetzt gerne das Wort an Frau Jennewein geben. Gemeinsamen. Und Sie sprechen mir auch die ganze Zeit, dass ich mit Kopftuch das könnte, wenn Sie dauernd kommen, das sei ein politisches Symbol. Das ist ein Unsinn von der Und ich sage Ihnen eines, also was Sie in Ihrem Privatbereich machen, ist Ihre eigene Sache. Da können Sie sich bekleiden, wie Sie wollen, da können Sie ein politisches Kopftuch aufsetzen, so oft Sie wollen. Können Sie mich bitte ausreden lassen? Sie haben eh die meiste Redezeit hier herinnen. Aber ich sehe es schon im öffentlichen Bereich hier, da haben wir eben klare Vorstellungen. Das sind unsere Vorstellungen, für die werden wir kämpfen. Das ist unsere Meinung und dafür, die aber müssen Sie genauso... Unsere, nein, ich bin am Wort. Und ich würde Sie schon bitten, das sind einfach jene Werte, die vertreten wir. Und wir haben ein klares Bild, wie unsere Gesellschaft sich weiterentwickeln soll. Sie hat sich entwickelt in den letzten Jahrhunderten zu dem, was sie ist. Die letzten 30 bis 40 Jahren sind hier einige Abweichungen gekommen und es gehört jetzt eine Kurskorrektur. Nehmen Sie zur Kenntnis, dass das meine Meinung ist. Ich lasse Ihnen Ihre Meinung auch. Aber Sie müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass es meine Meinung ist, dass ich dafür kämpfen möchte, dass unsere Gesellschaft sich so weiterentwickelt, wie ich es mir vorstelle. Und da passt im öffentlichen Bereich eben nicht ein politisches Kopftuch. Und da möchte ich auch nicht Angst haben müssen als Mutter einer Tochter, wenn sie alleine weggeht, wenn sie in das Schwimmbad geht oder wenn sie alleine am Christkindlmarkt ist, dass sie vielleicht von muslimischen Fanatikern Schaden erleidet. Und genau das möchte ich nicht. Und es fängt einfach auch damit an mit dem Kopftuch. Wie integrationsbereit sind denn dann die Muslime, wenn sie nicht zur Kenntnis nehmen können, dass gerade beispielsweise im Schulbereich, da halte ich es für ganz, ganz, ganz wichtig, dort beginnt die Integration der Kinder. Und wenn wir nicht bei den Kindern beginnen, dass wir die integrieren, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir dann 16, 17, 18-Jährige haben, die sich radikalisieren oder die radikalisiert sind. Integration kann nur so gelingen, wenn wir bei den Kleinsten beginnen. Und da also sage ich Ihnen, da Integrationsmodell ist kein Integrationsmodell, sondern ein Gleichschaltungs-Assimilationsmodell. Nein. Sehr fragwürdig ist auch, wie Sie das Wort uns die ganze Zeit und uns wir als Freiheitliche, wir als Freiheitliche, Gott. Ich sehe mich als Vertreter meiner Fraktion heute hier und wir, ich spreche jetzt im Wir für meine Gott. Fraktion, wenn das für Sie in Ordnung ist. Das ist in Ordnung, ja. Ja. Aber Sie implizieren sehr oft, dass es die österreichische Gesellschaft ja, Sie wissen, sei. Und dass da wir muss ich Ihnen sagen, Gott Herr, sei Dank, unsere Partei wird auch die immer Gesellschaft stärker. Auch und Gott anders. Sei Dank wird sie stärker, weil eben die Gesellschaft auch das Umdenken erkannt hat. Weil eben das, was in den letzten Jahren passiert ist, so nicht mehr weitergehen kann, weil die Österreicherinnen und Österreicher sehen, dass mit Integration es nicht klappt. Es entwickeln sich in Österreich nicht nur Parallelgesellschaften, sondern bereits Gegengesellschaften, gerade muslimische Gegengesellschaften, also wo es einen Kampf gibt. Das können auch Sie nicht abstreiten. Und daher braucht es jetzt ein Modell, dass wir sagen, wir müssen mit den Menschen, die wir hier haben, egal wo sie herkommen, wie lange sie hier sind, es braucht hier Regeln. Diesen Regeln müssen sich eben alle unterordnen. Und wenn das nicht gelingt, wenn diese Leute das nicht wollen, dann steht es Ihnen frei, dorthin zu gehen, wo Sie Ihr Gesellschaftsmodell leben können. Also Sie haben eben auch zugegeben, dass mein Begriff von der Unterwerfungsgeste so falsch nicht ist. Diese Symbolpolitik ist bei den Muslimen wirklich angekommen. Welche Unterwerfungsgeste? Wir spüren in der Gesellschaft eine große Verunsicherung, eine große Angst. Ich fühle mich diskriminiert. Was brauchen wir? Wir brauchen ein Zusammenrücken, ein Miteinanderreden. Heute Abend bin ich sehr enttäuscht. Sie monologisieren. Sie hören mir nicht richtig zu. Sie haben Ihre Festen, weil Ihr
Redefluss nicht mehr zu stoppen ist. Ich würde gerne inhaltlich hier argumentieren. Wie würde denn ein Zusammenrücken, wie können Sie sich das vorstellen? Es passiert Gott sei Dank. Und wir müssen dieses Zusammenrücken noch viel sichtbarer machen. Wie viel Solidarität wir erfahren haben, gerade in den letzten 2 Wochen, ist ganz außerordentlich und gut. Ich erlebe auf gerade der kleinen Ebene, ob das Pfarren sind, ob das die antirassistische Zivilgesellschaft, ob das die Feministinnen sind, ein Erkennen, so gut die sozialen Medien sind, zum Vernetzen. Es braucht diese Face-to-Face-Kommunikation, es braucht Formate, wo man sich begegnet, wo man vielleicht auch kreativ und mit Humor rauskommt aus diesem Negativstrudel, den Sie produzieren, indem Sie die Angstmacherei, das ist mein Eindruck und es ist meine Redefreiheit, das jetzt auch zu sagen. Wir haben eine Negativspirale, den Leuten einzureden, Bedrohungsszenario Islam. Sie haben ein einziges Beispiel heute gesetzt, wo etwas funktioniert. Und ich sehe sehr viele Menschen, die sagen, wir brauchen endlich einen Optimismus. Bringen Sie die Beispiele, wo es funktioniert. Bringen Sie ein Beispiel, wo von Sie Kindergarten es geschafft haben. Bis Schule. Wo Kinder im Kindergarten, wo kleine Mädchen, dreijährige, vierjährige mit Kopftuch Sie gehen, nehmen das einen raus. Sie jetzt, naja, das funktioniert ja nicht, in oder? In vielen Kindergärten haben wir Kinder, die mit einer Feierkultur zum Beispiel auch die Vielfalt wertschätzend schon kennenlernen. Wir haben in Schulen eine Offenheit gegenüber Religionen, dass wir staatlich einen Religionsunterricht für die verschiedenen Konfessionen haben. Das fördert den Dialog. Wir haben das Kreuzhängen im Klassenzimmer. Das zeigt auch, dass man, ja, und das haben wir immer unterstützt als Glaubensgemeinschaft, weil wir dafür sind, dass gerade die Schule ein Ort ist, wo Kinder religiösen Pluralismus ganz entspannt und normal empfinden, voneinander wissen, Gemeinsamkeiten entdecken, später immunisiert sind gegen Hasspropaganda, gegeneinander ausspielen. Wir haben Werte, die bitte gemeinsame Werte sind. Und was Sie heute Abend hier betrieben haben, dieses ständige so draufhacken auf den Islam, als sei das ein monolithischer, gefährlicher Block, der nur in der Interpretation der Extremisten existiert. Das ist wirklich eine Verunsicherungspolitik, die Österreicher und Österreicherinnen immer mehr durchschauen. Und das ist wirklich gut. Aber so nicht. Wir sagen Ihnen ganz klar, was wir wollen und was wir nicht wollen. Das ist unsere Aussage. Wenn Sie das als Unterdrückung empfinden, dann kann ich Ihnen auch nicht helfen. Es ist so, wie es ist. In Österreich werden gewisse Dinge umgesetzt und gemacht und von der Regierung und von der Politik und vom Parlament vorgegeben. Danach haben sich alle zu halten, egal welchen Glauben sie sind, egal wo sie herkommen. Außer die, die hier sind, werden sich an die österreichischen Gesetze und an die österreichische Kultur halten. Punkt, Ende aus. Wer das nicht will, die Tür ist offen, man kann gehen, gut, überall dann, hin in der Welt. Gebe ich Ihnen ein Gegenbeispiel. Hier ist dann die Botschaft ganz klar von Regierung, von Politikvertretern, von Parlamentsparteien, von Abgeordneten, von Landtagen und, und. Die Mehrheit ist dafür, die österreichische Kultur, so wie sie ist, wieder aufleben zu lassen und ein Ende zu setzen einer falsch verstandenen Toleranz, einem dauernden Entgegenkommen, einer Lobhudelei wie modernistisch etc., wir nicht alle sind. Und wenn ich diese Dinge höre, die Sie uns immer unterstellen, Rassismus und Feminismus und diese Geschichten, das sind ja so... Also das wäre schön, wenn Sie zum Feministen wären. Ja, wird das Letzte meines Lebens sein, dass ich zum Feministen wäre. Aber grundsätzlich sind wir überhaupt nicht rassistisch oder antifeministisch oder feministisch, sondern uns geht es um ganz was anderes, wie es die Kollegin Belakovic schon gesagt hat. Uns geht es darum, um die Dinge, die in Österreich gewachsen sind, um über Jahrhunderte, Jahrtausende sogar. Wir sind ein christlich-abendländisches Land. Moment. Das wollen wir bleiben. Moment. Und dazu gibt es gewisse Pflöcke, die wir einschlagen. Und danach habt ihr euch zu richten. Oder eben nicht. Und wenn ihr euch nicht danach richten könnt, dann könnt ihr auch nicht hierbleiben. Moment, jetzt reden Sie. Jetzt reden Sie, Entschuldigung, Kultur ist immer etwas im Fluss. Sie haben wieder... Und mit wir und ihr gesprochen. Sie sehen uns einfach nicht als einen Part dieser österreichischen Gesellschaft an. Und wenn Sie sagen, über 1000 Jahre Geschichte von Österreich pochen und die Werte, die wir hier erlangt haben, dann sind die Werte natürlich auch christliche Werte, die wunderschön sind wie Nächstenliebe, wie Barmherzigkeit. Vor allem ist es die Aufklärung, die mit der Französischen Revolution auch in Europa, in Österreich, zu Grundwerten, zum Humanismus geführt haben. Wo ist die muslimische Aufklärung?
Moment, das ist nicht... Die europäische wurde mit beeinflusst und ermöglicht von den muslimischen Denkern. Das war aber nicht die Frage. Das war jetzt nicht die Frage. Ich spreche zu Ende. Und die Werte, die wir hier herausgearbeitet haben, ist nicht, ob jetzt ein Mensch in Österreich mit uns am Stammtisch sitzt und Bier trinkt oder ein Kopftuch hat oder kein Kopftuch hat oder eine Moschee geht oder nicht, sondern ob er mit unseren Grundwerten für diese Meinungsfreiheit, für diese Egalität, für diese Sachen einsteht. Und was in Österreich passiert, ist leider Folgendes. Man nimmt eine homogene Gruppe, stigmatisiert sie und über deren Rücken aber führt man... Aber wer genau ist die homogene Gruppe? Können Sie die definieren, bitte? Ich führe es am Ende gleich ein. Ja? Und man nimmt diese Gruppe, man diffamiert sie, denunziert sie und baut ganz Österreich... Das sind schwere Worte, die Sie da immer sagen. Diffamieren nicht und denunzieren nicht. Das ist, nein, ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob ich festlege und sage, was meine Kultur ist und wozu ich stehe. Ich habe mich angesprochen. Das tun wir nicht. Gut, Sie machen das nicht, Herr Franz. Diese homogene Gruppe wird in Angriff genommen und aber ganz Österreich werden Rechte entzogen. Heute reden wir über die Einschränkung des Demonstrationsrechts. Wir reden über 1-Euro-Jobs, die normal nicht denkbar gewesen wären. Wir reden über die Deckelung der Sozialhilfe, die verfassungsrechtlich nicht nur für Flüchtlinge gelten kann, sondern wieder für ganz Österreich gelten soll. Wir reden über die Datenschutz, die das Vorratsdatenspeicherung, die so gesehen eigentlich abgelehnt werden würde, weil Österreich sehr datenschutzbewusst ist, ja, aber durch die Flüchtlinge, durch diese Thematik auch diese antidemokratischen Maßnahmen durchgeboxt werden. Jetzt haben Sie es vermischt. Es ist der Terror. Ja, Sie setzen doch oft auch die Flüchtlinge mit dem Terror gleich. Stimmt überhaupt nicht. Sie haben das gerade gemacht. Ich habe das noch nie gemacht. Sie haben es gerade gemacht. Wegen der Flüchtlinge kommt jetzt die Vorratsdatenspeicherung. Waren Ihre Worte? Die Flüchtlinge werden dazu instrumentalisiert. Nein, das stimmt nicht. Das sind die Terroristen. Es sind die Terroristen. Es sind die Terroranschläge. Der eine, der gefasst worden ist. Sagen Sie mal, haben Sie eigentlich letztes Jahr überhaupt irgendwie mitbekommen, was es an Terroranschlägen in Europa gegeben hat? Natürlich habe ich das mitbekommen. Nur darf das nicht dazu verwendet werden, um unsere erlangten Grundrechte hier Stück für Stück abzubauen und jeden Österreicher ein antidemokratisches System aufzubauen. Aber sind wir uns vielleicht auch einig, dass die Terroristen alle unter dem Deckmantel des Islam waren, dass es schon auch der Islam ist. Breivik ist der Moslem gewesen. Breivik war letztes Jahr, 2006, kann mich gar nicht erinnern. Es ist schon einige Jahre her. Und somit ist das egal. Meine Damen und Herren, ich muss Sie leider wieder unterbrechen. So leid es mir auch tut. So leid es mir auch tut. Das ist eine absolute Frechheit, dass Sie definieren, wer ein Moslem ist und wer nicht. Wir besprechen das gleich weiter. In meiner Religion ist das kein Moslem, der einen unschuldigen Menschen umtut. Wir besprechen das gleich weiter nach einer kurzen Werbepause. Bitte bleiben Sie dran. OE24TV präsentiert Burka-Verbot, die Diskussion. Außenminister Sebastian Kurz setzt sich beim Neustart der Regierung durch. Vollverschleierung wird gesetzlich verboten. Werden die Rechte der Frauen dadurch beschnitten? Wie wirkt sich das Burka-Verbot auf die Integration aus? Und was ist mit der Religionsfreiheit? Darüber diskutieren live im Studio Carla Amina Bagajati, Leila Mirso, Markus Franz, Hakan Gördü, Dagmar Belakovic, Jene Wein. Durch die Sendung führt Katrin Lampe. Und da sind wir wieder zurück aus der Werbepause, ob Sie es glauben oder nicht. Sogar in der Pause ist heftigst gestritten und diskutiert worden, aber so soll es auch sein, bei einem Thema, das derart polarisiert. Ihr letztes Statement war, es kann kein Muslim sein, der unschuldige Menschen tötet. Ich glaube, das ist ein wichtiger Satz. Auf jeden Fall. Ich denke, in gar keiner Religion, seien es die abrahamischen Religionen, Buddhismus, wird zu Gewalt aufgerufen und Leute, die Unschuldige umbringen, vor allem laut dem Islam, sind so in der Position, als hätten sie die gesamte Menschheit ausgelöscht. Es gibt kein Pardon dafür, dass man einen unschuldigen Menschen umbringt. Und ich denke, die Leute, die das machen, sind sicherlich nicht Vertreter der Muslime. Und da müssen wir, da sind wir gefragt, auch zu differenzieren. Entschuldigung. Dann müssten Sie sich aber mit dieser Aussage auch ganz klar von Ihrem eigenen Propheten Mohammed distanzieren, der nämlich 3 jüdische Stämme in Medina vertrieben und vernichtet hat. Er hat an einem Tag einen jüdischen Stamm, der sich ergeben hatte, der unbewaffnet war, alle männlichen Mitglieder, die Knaben, angefangen bei der Schambehaarung, es waren also junge, waren fast Kinder, die umgebracht worden sind. 900 an einem Tag. Gut, welche Quelle ist das? Das ist ein Hadith. Das ist ein Hadith. Welcher Hadith ist das? Und in den Hadithen ist es so? Das ist ein Hadith Bukhari, das sind Sahih-Hadithen, die verifiziert sind. Das ist kein Sahih-Hadith.
Das ist kein Sahih, bedeutet, es ist authentisch von mehreren Quellen belegt. Zusätzlich kommt dazu, dass zum Beispiel israelische Gemeinden, jüdische Gemeinden auch solche, eine Chronik führen über solche Gräueltaten, die passiert sein sollen. Weder dort noch in einem Sahih. Das ist überliefert in der islamischen Tradition. Richtig, aber Sie interpretieren den Koran und den Islam nicht anders wie der IS. Das ist eine Interpretation, dass man 900 Unbewaffnete, die sich ergeben haben, abschlachtet, darunter Knaben, Kinder. Außerdem, wenn Sie sagen, wer einen Menschen tötet, der tötet die gesamte Menschheit. Richtig. Mit diesem Satz wird immer argumentiert. Richtig. Dieser Vers richtet sich, richtet sich an die Kinder Israels. Er bezieht sich auf den Brudermord zwischen Kain und Abel. Und genau diese Sure, wenn man weiterliest, sagen aber die Ungläubigen, wo immer er sie trifft, schlagt ihnen wechselseitig Hände und Nein. Da steht Maida und da ist das nicht drin. Bitte, da kommt im Gegenteil. Sie hätten nicht studieren sollen. Hören Sie auf zu täuschen und zu lügen. Sie hätten nicht Sie waren jetzt nicht sattelfest. Wirklich. Bitte. Und Maida geht weiter und das ist auch eine wichtige Stelle. Er geht weiter. Das meine Damen und Herren, ich möchte jetzt nicht über einzelne Auslegungen im Koran sprechen. Wir wollen jetzt nicht über einzelne Auslegungen im Koran sprechen, sondern generell zu diesem Thema Burka-Verbot ja oder nein zurückkehren. Und auch, Sie werden es vielleicht mitbekommen haben, es gab jüngst wieder mal einen Vorfall, wo, Sie können sich erinnern an das Prügelmädchen, das Mädchen, das von einer Jugendbande geprügelt worden ist. Und jener Prügler, sage ich mal, hat Sebastian Kurz jetzt via Facebook angegriffen. Und auch da haben wir eine Zuspielung vorbereitet. Es ist nicht das erste Mal, dass Abu auf Facebook mit seinen Postings unangenehm auffällt. Erst kürzlich bezeichnet er sich selbst als Kieferbrecher. Anlässlich der Diskussion um das Burka-Verbot nimmt sich Abu nun Außenminister Sebastian Kurz vor. Dabei beschimpft und bedroht der 16-Jährige den Politiker aufs Ärgste. Der 16-Jährige erlangt im November traurige Berühmtheit, als er mit Freunden gemeinsam eine 15-Jährige krankenhausreif prügelt. Das Opfer Patricia erleidet damals einen Kieferbruch. Weil mir das eingeredet wurde mit dem Kopftuch, dass ich Kopftuch runtergerissen hätte. Mir wurde gesagt, ganz schlag sie. Der 16-jährige Abu zeigte damals zwar Reue und entschuldigt sich, davon ist mittlerweile nichts mehr zu sehen. Auf Facebook postet er munter weiter und schockt immer öfter mit brutalen Aussagen. Ja, die Jugend reagiert auf dieses Thema. Wie sehen Sie das? Also zunächst einmal sind hier die österreichischen Gesetzgeber schon gefordert. Die Frage ist, wie kann jemand, der sich so daneben benommen hat, beziehungsweise der eigentlich ein Verbrechen schon begangen hat, immerhin ein Mädchen schwer verletzt hat, solche Postings jetzt nach wie vor freien Fuß sein. Ich glaube, da sollten wir auch in der Jugendgerichtsbarkeit einmal darüber nachdenken, bei solchen Personen, ob es hier nicht andere Möglichkeiten gibt, außer ihn, sage ich jetzt einmal, rauslassen auf freien Fuß. Also das ist einmal zu diesem ganz speziellen Fall. Eine andere Problematik, wenn man es ein bisschen weiterspannt, natürlich gibt es diese Hasspostings immer wieder in Richtung auch Ungläubige. Ich glaube, das sollte man ein bisschen, wie soll ich sagen, auch vor allem von den islamischen Glaubensgemeinschaften hier meines Erachtens sehr viel mehr tun. Das wäre meine Meinung. Und Sie sind mir die Frage schuldig geblieben, weil Sie haben gesagt, eine homogene Gruppe wird angegriffen. Sie sind mir die Antwort schuldig geblieben. Ja. Welche homogene Gruppe, meinen Sie? Homogenisiert meine ich damit. Also die Kopftuchträgerinnen werden von einer pluralistischen Intention, wieso sie ein Kopftuch tragen, zu einer homogenisierten Gruppe, die unmündig ist und über die diskutiert werden muss, homogenisiert. Die sind nicht unmündig, das würde ich nicht sagen, dass jedenfalls nicht alle. Die sind auch im Parlament weder mit einer Muslimin, die jetzt zum Beispiel das Thema aufgegriffen hat, noch von einer Partei, noch von wirklich den Grünen, noch der SPÖ entsprechend verteidigt worden, beziehungsweise haben Sie einen Standpunkt gehört diesbezüglich im Parlament? Nein, meine Frage war an Sie, welche homogene Gruppe? Weil wir haben hier in Österreich verschiedene islamische Glaubensgemeinschaften. Ja. Sie vertreten ja auch nur eine Minderheit. Sie vertreten ja nur die Sunniten. Die Schiiten sind mit dabei. Die Aleviten beispielsweise haben Sie nicht dabei. Also Sie fahren ja auch letztlich inzwischen eine Gruppe. Über 70.000 Kinder und Jugendliche im islamischen Religionsunterricht. Wenn man die Familien mit dazu nimmt, ist das eine sehr beachtliche Zahl. Und Religionsunterricht ist mir überhaupt ein wichtiges Anliegen auch zu thematisieren, denn Sie sprechen immer davon, es müsste mehr gemacht werden. Wir haben einen Religionsunterricht, in dem tatsächlich
Identitätsbildung stattfindet, im Sinne von, ja, ich kann muslimisch sein und ich kann mich gleichzeitig hier in Österreich zu Hause fühlen. Ich kann zu den Werten hier in Österreich, zum österreichischen Gesetz stehen, zu Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Pluralismus, Menschenrechten. Und vor allem haben wir die Möglichkeit, auch den innermuslimischen Pluralismus in einen sehr lebendigen Diskurs zu überführen, vor allem mit den älteren Schülern und Schülerinnen. Da kommen Fragen, die wir teilweise hier auch angerissen haben. Gerade im Religionsunterricht sind Ihre Eingangsfragen zu Frauenrechten heiß diskutiert. Und ich finde das super, wenn die jungen Menschen hier kritisch fragen und sagen, ich will jetzt wissen, was da los ist. Und wenn man sich nicht abputzt auf, ach, das ist die böse Tradition, die Religion ist ja so wunderbar und rein. Wir müssen weiterfragen. Ja, die Religion ist als Konzept, als Ideal da. Aber was haben die Menschen daraus gemacht? Welche Auslegungstraditionen gibt es? Wie ist da patriarchales Denken hineingeflossen? Wie hat man den Kontext nicht mehr mitbeachtet? Und da ist gerade unsere Bildungsmöglichkeit wirklich eine Visitenkarte für Österreich. Wir reden hier so, ich glaube, manche im Ausland würden den Kopf schütteln, denn sie nehmen auch Österreich immer noch wahr als eine Art Modellland, wie es mit dem Umgang mit dem Islam funktionieren kann. Hier würde ich gerne Herrn Fuchsort kommen lassen. Ich glaube, mehr Leute klatschen, als dass sie den Kopf schütteln zu unseren Ansichten. Aber ich würde Sie jetzt gerne einmal fragen, wenn Sie sagen, es sind so viele Auslegungsmöglichkeiten des Korans und des Islam möglich und so viele verschiedene Richtungen, das begrüßen Sie, den Pluralismus. Halten Sie es für vorstellbar und realistisch, dass sich ein Euro-Islam entwickeln wird, auch wenn führende Islamologen, Islamwissenschaftler sagen, aus ihrer Sicht derzeit nein? Halten Sie es für möglich, dass es einen Islam geben wird, der sich von problematischen Suren distanziert, der sich von problematischen Strömungen innerhalb des Islams distanziert und der sagt, okay, das ist unser Kernislam, den wollen wir leben und den wollen wir auch in Österreich leben, dass man das ganz erklärt und explizit dann neu geformt und neu ausgelegt hat? Halten Sie so etwas für möglich? Also erstens mal, ich kenne keine einzige problematische Sure. Ich kenne problematisches Islamverständnis, sehr wohl. Richtig. Und mir wäre es auch zu wenig zu sagen, Islam hat nichts mit Terrorismus zu tun. Ich möchte doch den Denkschritt weitergehen. Gerade wenn wir das behaupten, müssen wir die Ideologie der Terroristen theologisch knacken. Und solange sie sich auf den Islam berufen, muss ich mich damit auseinandersetzen. Der Professor Aslan hat vor einigen Jahren gesagt, der IS ist aus theologischer Sicht handlungsrichtig. Das hat er in einem Presseinterview vor 3 oder 4 Jahren gesagt. Wir reden jetzt nicht über Professor Aslan. Sie haben mir eine Frage gestellt, die würde ich gerne beantworten. Islam per se fordert ein Verständnis, das abhängig von Zeit, Ort, gesellschaftlichen Rahmenbedingungen neue Fragestellungen auftauchen, die neue Antworten brauchen. Und von daher ist es selbstverständlich, dass sich lokal auch verschiedene Islamverständnis auf einer Basis, wo alle einig sind, ja, entwickelt haben. Und das ist ein Prozess, ich muss Sie leider an dieser Stelle unterbrechen. Wir haben noch 2 Minuten und ich würde jeden von Ihnen bitten, weil ich glaube, das macht ein schönes Abschlussbild dieser Runde, ein abschließendes Statement zu geben zu unserer heutigen Diskussion. Noch kurz zusammengefasst, wir haben jetzt noch ca. 1 Minute 15 bis 30. Bitte, sich knapp zu fassen. Ich glaube, die österreichische Politik ist auf dem richtigen Weg. Ob der österreichische Islam auf dem richtigen Weg ist, das werden wir sehen. Frau Bagajadi präsentiert sich sehr wortgewandt. Sie verkörpert allerdings nicht die Mehrheit der Musliminnen, die Realitätswirklichkeit, die nicht selbstbestimmt sind. Sie fungieren hier als Feigenblatt für eine frauenfeindliche, judenfeindliche und demokratiefeindliche Ideologie. Da wird Ihnen die muslimische Basis gerne eine Antwort geben und sagen, dass ich sehr wohl den Mainstream-Islam. Wenn ich Sie um Ihr Abschlussstatement bitten darf. Also ich glaube auch, die heutige Diskussion hat wieder gezeigt, dass es hier wirklich braucht auch gesetzliche Rahmenbedingungen. Denn eines ist klar rausgekommen, die beiden Mitdiskutanten haben sich permanent als wir. Es ist kein einziges selbstkritisches Wort zum Islam gekommen. Das hat mich ein bisschen irritiert. Wäre diese Diskussion über das Christentum gegangen, hätten Sie von mir mit Sicherheit auch sehr kritische Töne gehört. Ich möchte optimistisch schließen. Und zwar, dass ich als denkfreudiger Mensch und als Europäerin glaube daran, dass das, was Europa ausmacht, stärker uns eint, als ein
sehr enges Kulturverständnis, das heute auch zum Ausdruck gekommen ist. Ich weiß, dass der Islam in Österreich beheimatet ist, auch vom Selbstverständnis der Muslime, die sich hier als Teil der Gesellschaft sehen. Wir brauchen noch mehr Bewusstsein dafür, dass es auch ein Teil der Geschichte ist und unserer europäischen Kultur über Bosnien, über das maurische Spanien. Sie haben, und von daher denke ich, sind schon über der Zeit. Einen Satz und dann sind wir raus. Einen Satz bitte. Ich denke, dass der derzeitige Diskurs kein aufrichtiger ist, sondern im Zuge des Populismus, um den Rechten den Wind aus den Segeln zu nehmen, die Demokratie und unsere wahren Werte abbaut. Und das finde ich sehr tragisch als Österreicher. Herr Görgel, ich danke Ihnen für dieses Statement. Ich danke Ihnen allen. Wir müssen jetzt leider abbrechen. Es tut mir wirklich leid. Es war eine wahnsinnig spannende Diskussion. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Vielleicht können wir sie fortsetzen. Auch danke für Ihnen fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haben Sie noch einen schönen Abend. Wiedersehen.